Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Doom 4. Wir nähern uns jetzt, ich habe das glaube ich schon eine Million Mal gesagt in dem Let's Play, aber wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende. Ich bin ein zweites Mal in der Hölle und ich gehe davon aus, dass es auch das letzte Mal ist. Und ich denke aber, dass wir am Ende... Nee, Quatsch, nicht am Ende, sondern dass wir jetzt hier diese Abschnitte wahrscheinlich deutlich häufiger machen müssen, als das vorher im Spiel der Fall war, einfach weil das deutlich schwieriger ist. So, wir haben jetzt zwei von den Punkten. Ich glaube, da können wir erstmal warten, bis wir 1000 haben. Drei. Was brauchen wir denn? Also, ich guck mir nochmal alles an. So, Fässerspaß, eventuell nehmen wir das, falls es nichts anderes Interessantes gibt. Die Automap deckt Erkundungsgegenstände in einem größeren Bereich auf. Der Kompass pulsiert, das ist alles egal, weil ich das eh nie verwendet habe. Noch weiter verkürzte Nachladezeit. Ach, das wollte ich machen, genau. Dafür brauchen wir aber 4. So. Ah, hier ist weiter nichts. Gehen wir einfach mal weiter. Munition und Energie. Das spricht ja häufig für einen... Oh, hier liegt viel rum. Oh, oh, der nächste fette Kampf. Okay, ich bin bereit. Ach so, wie wechsle ich denn jetzt eigentlich meine Granaten durch? Verdammt nochmal. Das muss ich mal versuchen rauszufinden, weil ich habe ja mehrere und ich habe die eine noch gar nicht benutzt. So, Moment, Einstellungen. Maus und Tastatur. So, Waffenmod. Maus 2, Waffe abfeuern, okay. Waffe wechseln, Waffenrad halten. Cool. Aha. Muss ich auch noch nicht. Ausrüstung einsetzen. Nächste Ausrüstung F1. Aha. Ach krass. Geil, dass ich das bisher gar nicht gehabt habe. Und man sich da sogar in Zeitlupe bewegt, wie es aussieht. Danke. Und man da sogar sieht, wie viel Munition man für welche Waffe hat. Fuck, das wäre richtig geil gewesen. Ach egal, wir nehmen jetzt... Genau. Und was war das Durchwechseln? F1. Saugranate. Hologramm. Fuck man, was ist das denn? Ich habe das noch nie benutzt. Wir benutzen mal zuerst die Saugranate. Okay. Bisher noch keine Gegner. Oh, gut zu wissen. Okay. Keine Ahnung, was die Saugranate gemacht hat. Jetzt nehmen wir mal Hologramm. Hä? Ach so, egal welche Granate wir nehmen, es wird immer gleich aufgefüllt. Au, ich wollte drüber springen. Gut zu wissen. Als nächstes nehmen wir mal dieses Hologramm, einfach weil ich wissen will... Ach krass. Das macht ja echt einfach nur ein Hologramm, okay. Wir können also einfach die normale Granate verwenden, weil die anderen scheinen mir jetzt nicht wirklich sehr viel krasser zu sein. Mir fällt gerade ein, wo war denn jetzt dieses Ding? Ah, da unten. Ich nehme das jetzt einfach und fertig aus. Ich mach alles platt. Vierfachschaden, kommt her, ihr Spasten. Ach, da ist auch wieder da. Kommt her. Kommen wir bestimmt noch mehr. Hallo. Schön. Jetzt kommen die als erst. Hat sich total gelohnt, dieser Vierfachschaden. Ich habe so wenig Schaden gemacht damit. Also so wenig Gegner platt gemacht. Oh fuck, ich häng fest! Scheiße, Mann.
Also. Oh, der Fett ist runtergesprungen. Ich glaube, am verletzlichsten sind die ja am Bauch. Irgendwo noch krasse Gegner oder haben wir jetzt einfach nur noch diese Babygegner? Oh, da unten ist noch ein krasser Gegner. Au, 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 da ist noch ein krasser Gegner, sag mir das doch. Ich würde halt gerne meine... Oh, scheiße. Komm her. Ich würde halt gerne meinen Raketenwerfer wieder für dieses fette Monster da einsetzen. Aber das kann ich halt... Oh, fuck. Kommt noch so einer. Au. Hat viel Schaden gemacht. Das kann ich erst machen, wenn ich Ruhe habe und nicht solche verdammten Barone da rumhängen. Na also. Reißt gern diesen Monstern irgendwelche Sachen ab und steckt sie dann wieder ins Gesicht rein. Kann das sein? So, jetzt nehmen wir den Raketenwerfer. Ja, war ja einfach. Wir schauen mal, ob noch ein bisschen was rumliegt. Da haben wir zum Beispiel noch Energie, wenn ich das richtig sehe. Ne, ist Munition. Ist auch okay. Hier haben wir noch ein bisschen Schildenergie. Da liegt auch noch Munition. Sehr gut. Drüben haben wir noch Munition. Ah, voll. Da haben wir noch Schildenergie. Ja, hallihallo, ein merkwürdiger Schnitt für euch, weil das Spiel ist gerade eben das allererste Mal abgestürzt bei mir und glücklicherweise nach dem Erreichen des Speicherpunkts, deswegen ist es nicht wirklich schlimm. Wir müssen ja jetzt direkt wieder an der Stelle aufhören, wo wir den letzten Kampf geschafft hatten. Und dann geht's halt einfach, ja, nochmal weiter. Mal gucken. Ja, ja, ja. Und das Geile ist, wenn man ja neu lädt, dann sind diese ganzen Energiesachen, also die ganzen Sachen, die halt rumliegen, die ganzen Items, sage ich mal, die Sachen zum Einsammeln eben, die sind alle wieder da. Deswegen können wir jetzt in Ruhe erstmal unsere Energie und Schildenergie auffüllen. Und dann weiterziehen. Da, so, Energie haben wir auch noch nicht ganz voll. Ich glaube, Schildenergie bekommen wir auch nicht voll, aber die Lebensenergie müssten wir voll bekommen. Da liegt noch was. Ja, und Munition können wir logischerweise dadurch auch auffüllen. Und ich denke, gerade jetzt hier in dem Abschnitt ist es nicht so schlecht, weil abgesehen jetzt vielleicht von dem Kampf sollten die Kämpfe doch herausfordernder sein. Komischerweise liegt dieses große Schildding da nicht mehr in der Mitte. Das war auf jeden Fall mal da. Hm, vielleicht kommen halt nicht alle Sachen wieder zurück, sondern nur die... Ach, hallo! Nur die einfachen Sachen. Da hat sich das schon gelohnt, dass das Spiel abgestürzt ist. Wir haben ein Geheimnis gefunden, was wir sonst, ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich nicht gefunden hätten. Kann ich eigentlich irgendwas machen mit den Dingern, oder? Ach, keine Ahnung. Ist auch egal. So, ja, woran das liegt, ist, manche Sachen wieder zurückkommen und manche Sachen nicht. Keine Ahnung. Ist egal. Ich glaube, wir haben jetzt auch das meiste eingesammelt und können weitergehen. Schade, Energie haben wir auch nicht ganz voll, aber ich denke, das passt schon. Hallo?
So, jetzt haben wir Energie voll. Reich des Titanen. Nach der bemannten Expedition des Lazarus-Projekts, die in einer Katastrophe endete, wurde beschlossen, das Kadingir-Heiligtum zu meiden, bis die Gegend für menschliche Erkundung geeignet war. Stattdessen wurde ein anderer Ort, der die Großen Steppen genannt wird, für die zweite bemannte Expedition des Lazarus-Projekts gewählt. Die Korax-Tafeln beschreiben diesen Ort sehr detailliert. So. Durch das Reich des Titanen und nach unten zu den Großen Steppen, wo die Trophäen des Siegs für alle Zeit verwahrt werden. Ihre falschen Götzen verbannt in die Einöde, ihre Türme gestürzt, ihr Fundament zu Staub gemahlen, ihre heiligen Hallen geleert, als grausame Erinnerung daran, dass sich keine Zivilisation dem Aufstieg der Großen entgegenstellen kann. Was machen denn die ganzen Spinner da? Geil, wie sie es gar nicht... Also, die raffen es irgendwie nicht. Die merken zwar, okay, ich wäre getroffen, aber es ist ihnen scheißegal, weil niemand in der Nähe ist, den sie angreifen können anscheinend. Oh, fuck. Aber die anderen haben es gemerkt, die wir sehen, und greifen jetzt an. So geil, wie die Köpfe halt nichts gegen machen. Aber das war's doch mit Sicherheit noch nicht, oder? Etwa doch? Okay. Aber so wie Zeug wie hier rumliegt, die ganzen Fässer etc., das riecht ganz, ganz stark nach. Hier kommen gleich fette Kämpfe. Ich meine, was soll man auch sonst noch helle machen, außer krass kämpfen halt. Boah, knapp. Oh, ich kann nicht wieder zurück. Scheiße, Mann. Damit habe ich nicht gerechnet, weil ich logischerweise... die ganzen Sachen noch einsammeln wollte, die da rumlagen. Naja, was soll's. Soll man wohl sterben, oder wie? Oh, das war ja eine krasse Falle. Oh mein Gott, die war ja ganz super gefährlich. Muss ich wahrscheinlich lang. Okay, wir können doch wieder zurück. Was für eine billige Falle, verdammt. Warum soll denn bitte eine Falle in der Hölle, warum soll die denn bitte erstens, warum soll man dann eine Chance haben, der zu entkommen? Also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist generell immer totaler Schwachsinn, auch in diesen Filmen, Indiana Jones und alles. Ich meine, okay, bei Indiana Jones ist es schon ein bisschen was, etwas besser gemacht, dass einfach, die schon eigentlich so gebaut sind, dass man da nicht entkommen soll, aber halt Indiana dann doch irgendwie einen mehr oder weniger logischen und realistischen Weg findet, dem sie entkommen. Aber das war jetzt gerade die totale Schwachsinnsfalle. Die war ja eigentlich so gebaut, dass man auf jeden Fall entkommen muss. Warum sollte es in der Hölle so sein? Man kann doch einfach einen Raum wie den da bauen, wo man nicht mehr abhauen kann und wo dann halt der Stein runterfällt und man tot ist. Also, das wäre zumindest logisch. Dass sie das nicht hier ins Spiel einbauen können, ist klar, weil ein Dead End ist ein Dead End. Dann kommt man nicht mehr raus und stirbt immer an der gleichen Stelle. Das ergibt ja keinen Sinn, ne? Aber dann sollen sie halt so einen Raum gar nicht einbauen, meiner Meinung nach, wenn sie nicht in der Lage sind, das so zu machen, dass es irgendwie logisch wirkt, weil das war total unlogisch. Also das ist blau, den, da können wir noch nicht hin, wir müssen also erstmal da hoch. Und zum Grünschädel. Zum Grünschädel, zur gelben Tür und den blauen Schädel finden, so ist es richtig. Müssen wir da rüber, ne? Hätten auch einfach hier unten durch... Ne, doch nicht. So, das ist schon wieder ein Speicherpunkt, okay. Au, au, was ist das denn? Ach so, ja, schön. Darauf habe ich nicht geachtet. Okay, hier unten ist mit zu viel eklige Scheiße los, da... Ja. Hä, muss ich nicht... Okay. Muss ich die Gegner doch erstmal platt machen, oder was? Hallo? Problem ist ja nur, hier ist ja alles voller Dreck. Ach so, ich darf nur nicht direkt. Ich dachte schon, die Dämpfe wären gefährlich, aber man darf einfach nur nicht. Man darf einfach nur nicht direkt in diesen Schlamm da rein. Na gut. Das ist mal ein etwas anderes Jump'n'Run, wie es aussieht. Oh, wir stehen Unverwundbarkeit. Ach ne, hast du, was ist das? Ne, Unverwundbarkeit, alles klar. Die sich anscheinend gar nicht lohnt, weil man ja auch so hier durchkommt.
Rot müsste das gewesen sein. Ist hier noch irgendwas? Nee. Scheiße. Kann ich eigentlich nur eine Rakete nehmen, fällt mir gerade ein. Hehe. Ich bin einfach zu gut für das Spiel, sorry. Oh Scheiße. Hätte ich das schon eher gewusst hätte mit dem Rücken, weil das ist richtig geil. Au! Ich komme nur an die ran und es macht mega Schaden, oder was? Ja. Rein damit! Oh, wir warten, bis die Blitze weg sind. Oh nein, es war so klar, oder? Es war alles voll mit Fallen. Ach so, wahrscheinlich müssen wir erst alles da platt machen, damit das wieder runterkommt. Tut ja. Was nehmen wir jetzt für eine Waffe? Ach, jetzt haben wir ja dieses geile Rad hier. Schweres Sturmgewehr, Plasmagewehr, Gaussgewehr. Ja, komm, nehmen wir das Gaussgewehr, wenn hier große Gegner drin sind. Sind keine großen Gegner da, oder was? Ach so, dann geht's auch zu, wenn man einmal drin ist. Sehr schön. Zum Glück habe ich ein paar von den fetten Gegnern vorher platt gemacht. Wahrscheinlich war das sogar schon der Großteil der Gegner. Ah, da kommt ein dickerer. Okay, 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 okay. Darauf falle ich nicht rein. Noch mehr Gegner, war's das? Na, es sind vielleicht noch ein paar kleine da. Wo ist er denn? Hallo? Ah. Komm her. Nach zwei Schüssen tot. Richtig. Oh, fuck! Richtig geil, aber das war nicht so geil, dass ich nicht wusste, dass da noch einer ist. Der braucht drei, okay. Ist auch noch einer. Au. Der braucht auch drei. Warum hat denn der andere nur zwei gebraucht? Ah, das Ranzoomen ist schon nicht schlecht. Gut, Goodies einsammeln gehen und dann können wir weiter. Zack. Munition voll. Ich glaube, wir haben auch das meiste jetzt eingesammelt. Hier noch die eine Energie. Nochmal kurz hier lang schauen, aber das sieht nicht so aus. Okay. Das Tor können wir nicht öffnen. Wo müssen wir denn jetzt lang?
Okay. Nee, also der Pfeil sagt, wir müssen hier lang. Haben wir. Hat's gespeichert gehabt? Ja. Ach, wir müssen hier hoch bestimmt. Alles klar. Komm. Ach, so müssen wir von da vielleicht drauf springen. Ja. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.